Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen League of Legends A bis Z. Und jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, was ist denn jetzt los? Jetzt sind wir wieder bei B angekommen oder was? Jupp, neuer Champion rausgekommen. Und den spielen wir jetzt natürlich auch einmal im Jungle. Ich habe es jetzt endlich bekommen. Das ist das achte oder neunte Game, seitdem sie draußen ist. Und jetzt habe ich es erst bekommen. Und ja. Wie der Champion funktioniert? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, jetzt habe ich gerade einen großen Fehler gemacht. Weil ich habe gleich meine E abgebrochen. Was, wie gesagt, ein großer Fehler war. Aber ja. Im Endeffekt ist es ein Champion, der fast komplett auf Attack Speed basiert. Beziehungsweise daraus sich darauf verlässt, vertraut, verbaut, wie auch immer. Schauen wir mal mit der E. Machen wir erstmal die Q komplett leer. Zack. Ja, genau. Das habe ich vorher abgebrochen. Gut, okay, es war jetzt nicht so krass, ehrlich gesagt, aber sollte man am besten nicht abbrechen. Was sie im Endeffekt macht, ist, sie hat ja diese vier Pfeile. Jeder Pfeil sagt quasi, in eine Richtung kann sie dashen. Damit kann sie nicht über Wände gehen, nur in ihrer ultimativen Form kann sie damit über Wände gehen. Sie kann in jede Richtung nur einmal dashen. Man kann es aber irgendwie resetten. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie man es resettet, also das Dashen. Und für große Jungle-Monster und für Champions, die sie tötet, kriegt sie permanent 0,25% Attack-Speed. Jo, und noch so ungefähr 70 andere Sachen, die sie kann. Also definitiv ein sehr simpler Champion. Sehr simpel zu verstehen. Und ja. Also sie scheint sehr gut Solo zu junglen mit der E-Fähigkeit. Die heilt sie halt. Und basiert, glaube ich, auch auf Attack-Speed. Genau. Also ist wirklich eine sehr starke Fähigkeit für den Jungle. Ja, und da ich den Champion nicht kenne, ich jungle jetzt erstmal einmal komplett durch, bevor ich hier irgendwas mache. Alles andere macht ja keinen Sinn. Aber man skillt tatsächlich die Q, was mich ehrlich gesagt wundert, weil ich würde tatsächlich die W maxen, die E maxen. Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Aber schon klar, die Q benutzt man halt die ganze Zeit. Man kann da halt auch Resets kriegen, also von dem her. Obwohl die BM Gegnerteam. Damn. Ah, Mist. Sie hatte mich eh gesehen. Oder müsste mich gesehen haben, besser gesagt. No! Das ist echt perfekt. Jetzt hat sie fett die Lane gefreezed. Das passt schon so. Also damit habe ich der Akali auf jeden Fall geholfen. Auch wenn ein Kill natürlich besser gewesen wäre, aber man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Erster Drake ist Cloud. Und Volibear hat man noch keinmal gesehen. Das beunruhigt mich. Was natürlich noch ein großer Vorteil ist mit dem Champion, by the way. Das ist ja eigentlich immer so. Man hat keinen Mana. Also man hat keine Mana-Probleme. Nice. Also für Solo-Drake müsste man auf jeden Fall die E upgraden. Oder maxen, wie auch immer. Na, ist jetzt blöd.
Oh. Ah, der hat noch keine Ulti, leider. Jetzt hat er Ulti. Paar Tower Shocks für Shots für meinen Boy getankt. Für meinen Fish Boy. Oder ich bleib noch. Oh shit. No! Nice. Tötet sie. Tötet sie. Wie sie den Cock mal einfach ignoriert. Schade, kein Assist bekommen, sonst hätte ich mir jetzt das Item leisten können. Ja, aber dann kaufen wir gleich so. Ja, sieht doch ganz gut aus, wobei unser Team halt einfach besser spielt. Aber das soll ja auch mal erlaubt sein, ne? Das soll ja auch mal erlaubt sein hier. Das soll ja auch mal erlaubt sein. Ja, aber ehrlich gesagt finde ich sie gar nicht so bad. Also, obwohl sie sehr kompliziert ist und ich safe noch viele Sachen falsch mache. Ich meine, wie könnte man alles richtig machen, wenn man irgendwas zum ersten Mal spielt? Aber so rein vom Spielen her ist es echt einfach natürlich. Also die Fähigkeiten ergeben alle Sinn oder man versteht schnell, was sie machen. Und so weiter und so fort. Also schon ganz nice. Den Volibear. Seit wir ihn gekillt haben, nie wieder gesehen. Oh shit. Ah. Aber easy. Ein 3 für 1. Ein 3 für 1. Siehst du, Volibear, so fühle ich mich immer, wenn du mich tötest. Jetzt weißt du mal, wie das ist. Du ekelhafter Bär. Widerliches Vieh. Kappa. Also fühlt man sich halt echt immer, wenn man wohl gegen Volibear kämpft. Als ob du keine Chance hättest und er dich einfach killt. Die Zeiten sind vorbei. Er überlebt. Nice. Bait him. No! Wieso fährt immer jeder Flash? Der hat geflasht, der hat geflasht. Wir alle haben geflasht. Jetzt habe ich meinen Smite verschwendet für den Käse. Ich habe meine aber dann ist es zu spät. Und heal me. So, wie viel permanente Health Speed habe ich schon? 13,26%. Das ist echt heftig. Ah, friss ihn, friss ihn.
Vielleicht die Wegeskill und nicht die Kuh. Wo ist der Volibear hin? Damn. Also ich finde die E-Fähigkeit geisteskrank. Ich meine, die Q-Fähigkeit ist natürlich auch heftig. Aber ich finde die E-Fähigkeit ist geisteskrank. Jetzt kann man über Wände gehen mit der E, mit der Q. Das geht ohne Ulti-Form nicht. Das geht nur in der Ulti. Bam. Der Damage ist halt so geisteskrank. Ich habe halt keine Items. Schau ich meine Items an. Ich habe keine Items. Das ist halt echt crazy. Oh! Lol. Würde ich sagen, dass das der stärkste Jungler aller Zeiten ist? Ja. Garantiert. I'm coming, my girl. Leute, die braucht mich gar nicht. Ist der Volibear AFK oder was? Ah, ich muss eh mal back. Oder wobei, wie viel Gold fehlt mir noch? Ne, 100 Gold fehlt mir noch. Zerstören wir diesen Tower. Nice, dankeschön. So, das Game dürfte jetzt eh aus sein eigentlich. Denke nicht, dass die Gegner so lange weiterspielen. Steht 5 zu 23. Das ist halt abartig. Das ist wirklich abartig. Volibear ist nicht AFK, by the way, er wurde gerade getötet. Nur fürs Protokoll. Für die AFK-Watcher. Jetzt endlich mal die Kugel skillt. Als ob. Wow. Oh oh. No way. Aber egal. 35% Bonus-Attack Speed schon. Achso, ja, weil man für Champions kriegt man 2, genau, stimmt. Achso, und das erhöht sich auch. Ah, mit höherem Level erhöht sich das auch, verstehe. Es war nur auf Level 1, war es 0,25%. Beziehungsweise 0,5. Je nachdem was. Genau, die Umwandlung macht sie einfach stärker im Endeffekt. Das hat wieder meine Teams, ne? Es steht 26-6 in die Gegner und die lassen den Volibear Solo Drake machen. Und sie sehen es nicht mal, dass es passiert. Das muss man sich wirklich mal reinziehen. Es spielt keine Rolle,
Aber es ist einfach nur dieses reine Prinzip. Und außerdem, es könnte eine Rolle spielen, wenn die Gegner jetzt tatsächlich nicht mental aufgeben. Wo sind die Gegner? Schade. Sit down, Kid. Sit einfach down, Kid. Der Typ ist gefeedet. Er ist überhaupt nicht, er hat 2-3-2. War auch nur ein JK. Die Akali ist aber gefeedet. Wie so ziemlich jeder bei uns im Team. Der Volibear macht das einzige Richtige. Er holt einfach die Objectives und das damit verbundene Bonus-Gold. Hat seinem Team schon über 1200 Bonus-Gold geholt und zwei Objectives. Aber gut, er wird auch nicht daran gehindert. Also von dem her. Es ist eigentlich mehr ein Versagen unseres Teams als sein Verdienst. Sein größter Verdienst ist, dass er noch nicht gelieft ist. Entschuldigung. Das Ding ist, mit ihr lohnt sich halt Jungle Camps zu clearen immer ein bisschen mehr als mit anderen Champions, weil du ja noch permanent diesen Attack Speed bekommst für jedes große Jungle Monster. Aber jetzt sind die nur zu zweit. Weil Fizz Toplane pusht. Oh oh. Oder auch nicht, oh oh. Im Fight das zu benutzen, die Ulti ist halt saudämlich, weil du bleibst halt stehen und währenddessen können die Gegner halt einfach weglaufen. Also ich bin mir noch nicht sicher, was ich von dieser Fähigkeit halten soll, von der Ulti. Also dass du da stehen bleiben musst, das ist ja kompletter Käse. Und das dann erst so einfrisst halt. Ich meine, das ist so ähnlich wie bei Cho'Gath, aber schlechter irgendwie. Tal müsste eigentlich auch abgehen. Na, ja, okay, funktioniert die UNE natürlich nicht. Das wäre komplett gestört, wenn das funktionieren würde. Aber ja, ein guter Split-Pusher. Guter Split-Push-Champion. Damn. Wenn ich jetzt in dem Gegnerteam wäre, wäre ich nicht. Gut drauf.
3000 Gold. Reicht für zwei Items, nice. Ich komme da jetzt nur nicht rüber. Das ist halt wie gesagt der Nachteil. Das funktioniert halt nur, wenn du die Ulti hast. Ulti-Form. +500 plus 2600. Also noch ein kleines bisschen. Also ich könnte mir vorstellen, die tatsächlich zu spielen. Muss ich zugeben. Das ist natürlich kein sehr aussagekräftiges Spiel, weil die Gegner komplett auseinandernehmen und alle gefeedet sind. 15 Kills, 14 Kills. Na gut, außer Fizz vielleicht. Außer Fizz und Lulu vielleicht. Ja, das ist schon crazy. Schon 73% Bonus Attack Speed. Das ist crazy. Okay. Solo Baron mit Doppel-Lebensraub safe auch drinnen. Vielleicht reicht es auch sogar so, wie ich es jetzt habe. Denn ihre Base wird einfach zerstört und niemand macht was. Lol. Nacho Man was taken. Damn. That's funny. Volibear? Alles mein Verdienst. Das war meiner. Irgendjemand müsste halt mal die Tower zerstören. Oder auch nicht. Alter, die Ulti-Form ist halt geisteskrank. Um Tower zu zerstören. Holy shit. Oder auch für On-Hit-Effekte. Also wie das mit dem True Damage von dem Krakenslayer. Damn! Krasser Champion. Das ist echt ein krasser Champion. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass der genervt werden wird. Aber natürlich erst, nachdem sie 6 Millionen Skins verkauft haben. Natürlich erst danach. Ist ja eh klar. Er hat sogar ein S bekommen. Ja, weil ich dann tatsächlich doch nicht so viel gemacht habe. Aber ich habe das Early Game gecarried. Kappa. Danke euch fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.